Marathons war ich alleine als ausgebildeter männliche Kraft. Und dann kamen dann 5 weitere noch dazu und das fand ich echt super. Also ich bin der Zahnarzt, arbeite seit 2009 in der Pflege, seit 2009 auch bei Bonitas. Ich habe es auch damals von meinem Zivildienst hautnah erfahren, wie das ist, den Leuten mit Handicap zu helfen. Das hat mich sehr engagiert, mich selber persönlich vorzustellen bei den Patienten als Auszubildender. Und das hat mich echt begeistert, den Beruf dann zu erlernen. Ich bin der Simon, bin seit 2005 in der Pflege, erst Zivildienst, dann die Ausbildung gemacht und bin jetzt seit 2015 bei der Bonitas Pflegegruppe. Ich arbeite gerne in der ambulanten Alten- und Krankenpflege, weil ich den Kunden einfach meine volle Aufmerksamkeit schenken kann, ohne zwischendurch irgendwie gestört zu werden. In der häuslichen Alten- und Krankenpflege erfährst du ein Maximum an Eigenständigkeit. Zu einem gewissen Grad bist du auch dein eigener Herr. Das Arbeitsklima ist super hier. Ich fühle mich bei der Arbeit sehr wohl, da ich genug Zeit für die Patienten bekomme und ich dann auch die Qualität, die ich leisten kann, auch dann erbringe. PDLs sind echt cool drauf, also ihr verpasst was, Leute.